Hallo meine Lieben, ich möchte euch heute wieder zu einer weiteren Inspiration to go einladen. Heute möchte ich mit euch die Plank absolvieren, die Plank üben. Und zwar ist die Plank eine Ganzkörperübung, die euren Körper wirklich komplett in die Spannung bringt und muskulär wirklich eine der besten Übungen schlechthin. Ja, ich muss etwas schmunzeln, denn die Idee kam mir, weil ich inzwischen eine zweite Stoffwechselgruppe betreue. Seit Corona, seit ich habe mein Studio schließen müssen, habe ich mich sehr mit mir selbst beschäftigt und kam auf diesem Weg zu Life Plus und dazu eine Stoffwechselkur zu machen und habe so auch über 10 Kilo verloren. Und ja, so hat es sich rumgesprochen und einige von meinem Umfeld, wo gesagt haben, oh, sie möchten das auch. Und da kam mir die Idee, da ich ja eh jetzt im Moment nicht so viel zu tun habe, komm, ja, leite doch einfach so eine Gruppe und bring da vielleicht von dir noch ein paar Ideen mit rein, mit Übungen und so weiter. Und das Witzige jetzt in dieser zweiten Gruppe sind auch viele jüngere, also Jungs eigentlich auch dabei. Und so ist die Idee entstanden, Mensch, wir betteln uns, weil es ganz wichtig ist, dass wir nicht nur auf die Ernährung schauen, sondern dass auch wirklich der Körper ein bisschen in Bewegung kommt. Und jetzt haben wir wöchentlich wirklich so ein Battle am Laufen, wo alle Teilnehmer mitmachen und ihre Plank dreimal in der Woche wirklich probieren und zu absolvieren und auch die Zeit dann stoppen und einmal in der Woche. Am Ende der Woche gibt es dann den Ergebnisvergleich. Natürlich ist jeder so, wie er es kann. Und ich möchte jetzt allerdings wirklich euch die Plank heute mal, wer sie noch nicht kennt, vorstellen. Und ja, damit ihr einfach das mal probieren könnt für euch. Und vielleicht gibt es auch euch einen kleinen Impuls, kurze Zeit zu nutzen, eine kleine Zeit zu nutzen, um etwas für euren Körper zu tun. Ich zeige sie euch. Und zwar kommt ihr zunächst in die Bauchlage und bringt eure Ellbogen unter die Schultern. Die Fäuste, die Handkante kommen nach unten. Ihr könnt gerne Fäuste ballen. Hinten die Füße ein Stück auseinander. Und dann stellt die Zehen auf und schiebt euch dann mit dem Gesäß nach oben. Genau, achte darauf, dass ihr nicht zu weit oben seid und dass aber auch nicht der Rücken zu sehr durchhängt. Spannt am besten die Bauchmuskulatur an und lasst die Schultern wirklich etwas nach unten sinken und der Kopf nicht zu weit nach vorne, nicht zu weit nach unten, sondern schön in der Verlängerung eures Rückens. Und dann könnt ihr euch noch vorstellen, dass ihr Ellbogen und Knie etwas zusammenzieht, sodass ihr ein kleines bisschen hier in Rundung kommt. So schützt ihr euren unteren Rücken. Ja, und wenn ihr das dann mal wirklich 30 Sekunden halten könnt, dann seid ihr schon richtig gut. Macht das mal in 3 Durchgängen und ihr könnt es auch, so wie wir, Montag, Mittwoch und Freitag mal üben für euch und sehen, wenn ihr das wirklich ein paar Wochen macht, wie schnell sich eure Muskulatur aufbaut und ihr in eine Steigerung kommt. Probiert's mal aus. In diesem Sinne einen schönen Abend. Lasst es euch gut gehen. Ciao, eure Alex.